So, Freunde, falls ihr noch günstige Ultimate Team Münzen braucht, dann schaut mal in die Beschreibung bei meinem Sponsor agolda.com vorbei. Dort findet ihr einen schnellen, günstigen und sicheren Service und ihr könnt den Code GBTV für einen 2% Discount benutzen. Link in der Beschreibung. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Pack-Opening mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers. Und ihr seht schon, das MLS Team of the Season ist am Start mit richtig geilen Spielern. Wir haben Steven Gerrard, der hier reingewechselt ist. Wir haben Clint Dempsey, Giovinco, Keen. Wir haben auch noch Obafemi Martins mit 98 Pace. Also ich würde sagen, richtig nices Team. Dazu haben wir noch einen Inform Hulk am Start als Stürmer wieder. Also Leute, ich glaube, da kommt was echt Krasses heute auf und zu. Vorab, falls ihr noch Ultimate Team Münzen braucht, schaut mal bei meinem Sponsor golda.com vorbei. Ich denke mal, den dürftet ihr alle kennen. Sehr vertrauenserweckend und von daher einfach mal vorbeischauen mit dem Code GBTV. Könnt auch 2% Discount bekommen. Und dann schaut auf jeden Fall auch nochmal bei den Jungs von der Aerox vorbei, falls ihr solche geilen Controller haben wollt. Ich habe jetzt hier einen in so einem Schlangenmuster und ich denke mal, der wird mir heute richtig Luck bringen. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht so lange, sondern legen jetzt direkt los. Ich denke mal, das wird so das letzte große FIFA 15 Pack Opening sein, weil, naja, danach kommt ja nichts mehr. Zumindest von besonderen Karten oder so. Von daher würde ich sagen, das erste Pack nehmen wir mit. Es gibt 15k Packs. Und dann schauen wir mal, was das Ganze heute bringt. Ich werde auf jeden Fall 500k verziehen. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Schauen wir mal. Erstes Pack und direkt ein Team of the Season. Ja, wahrscheinlich. Erstes Pack, Team of the Season, Bradley. Ich glaub's nicht. Ja, wahrscheinlich. Team of the Season, Bradley. Erstes Pack mit diesem Controller und direkt ein Team of the Season. Alles klar, was kostet er? 40 bis 90k, kein auf dem Markt, bieten wir direkt an. Okay, nicht schlecht. Also eigentlich konnte ich das Pack-Opening jetzt hier beenden. Und wir hätten direkt Plus gemacht. Nicht schlecht, erster Team of the Season im ersten Pack. So kann es gerne weitergehen. Und dann ab dafür. So, nächstes Pack mit Eden Hazard. Also jetzt ist der Punkt, wenn wir das Pack abstoßen. Dann haben wir erst Minus gemacht, vorher alles rausbekommen. Und Drogba als MLS-Spieler, okay, das ist auch geil. Ist der überhaupt schon auf dem Markt als MLS-Spieler? Das würde mich mal interessieren. Ja, doch, ist schon, aber der ist sogar 1,9 drauf gebunden. Also wenn wir den jetzt schnell verkauft bekommen, gar nicht mal so schlecht. Der ist gewechselt. Wohin? Das ist Montreal, genau. Montreal Impact, okay. Not bad, also auch Drogba. Und noch 5000 Münzen. Nicht schlecht, das Pack. Fabian Scher ist auch transferiert nach Hoffenheim. Finde ich, ist ein richtig geiler Verteidiger, auch in Real Life. Aber in FIFA hat er einfach richtig, richtig kranke Werte. Muss man sich mal geben. 78 Pace, 82 Physics und 75 Defensive. Dazu auch noch 70 passen, also ist auch noch passsicher. Und Forster Weakfoot, könnte man eigentlich gar nicht glauben, dass der eine 75er Wertung nur hat. Also den finde ich richtig krass. Den habe ich mir auch mal eine Zeit lang immer in der Karriere geholt, weil der, glaube ich, erst 23 ist. Also auch mal Share ausprobieren. Richtig krasser Spieler. Bin mal gespannt, wie der sich in der Bundesliga macht. Der ist schon echt nicht schlecht. Oh, und schon wieder Drogba und auch noch Douglas Costa. Hier ist ein richtiges Transfer-Pack. Nehme ich mal beide mit. Sehen beide nicht schlecht aus. Oh, you touch my tralala. My ding ding dong. Oh, Fabregas haben wir dann noch. Gradel. Sieht auch nicht schlecht aus von den Werten her. Glaube ich auch sogar ein Team of the Season bekommen. Fabregas als 85er. Also die Ratings sind hier gar nicht so schlecht, nur die Spieler sind leider nicht so viel wert. Aber egal, ich will hier auf jeden Fall noch ein Team of the Season ziehen. Gonzalo! Gonzalo! Bringt Bruma, der jetzt bei... Oder auch kein... Wow. Lol, McDonald läuft bei ihm. Er heißt einfach McDonald. Oh, Thiago, David Silva haben wir gezogen, wollte schon Thiago Silva sagen. Also sieht auch nicht schlecht aus, aber ja, 87er Bewertung, gar nichts wert. Ich finde ihn so geil als Spieler. Der ist in Real Life so krass, ich finde ihn auch in FIFA nicht schlecht. Müsste mal als 10er ausprobieren, dann geht der richtig ab. Aber als LM mit so wenig Pace, ja, dann ist vorbei, schade. Aber immerhin, kein schlechter Spieler, 87er Bewertung, kann man machen. Und Lukas noch gleich hinterher. Komm schon, einmal ein David Alaba Pack. Komm schon. David Alaba. David Alaba. Und das war nicht erste Sahne. Cassius Clay. Wenn ich komme, dann am Scabrio wie JFK. Und wir haben Czech gezogen. Gerade noch ein bisschen hier vor mich hin, JFK. Hashtag Shinny regelt. Czech als Arsenal-Spieler sogar 3000 Münzen wert. Nicht schlecht. Ist ja jetzt nach Arsenal gewechselt. Echt kein schlechter Transfer. Die haben jetzt auch heute gelesen, deren Torwart, den hatten die Chesney, haben die verliehen. Also der, denke ich mal, hat Arsenal alles richtig gemacht. Czech nochmal nach Arsenal, da bei Chelsea spielt er sowieso Courtois die ganze Zeit.
Kann man sich ja mal gönnen. Und Fabregas direkt danach und wieder Prödel. Heute schon zum dritten Mal oder so. Eieieiei. Und Nani als transferierter Spieler. Alle momentan gehen sie ja irgendwie in die Türkei. Das ist ja richtig der Hype da. Quaresma, Nani, da gehen sie alle hin. Van Persie ist da auch jetzt sogar. Und irgendwie alle nach Fenerbahce. Also da ist richtig wichtig der Türken-Hype momentan. Denk mal, die türkische Liga ist nächstes Jahr auf jeden Fall ernst zu nehmen. Okay, Freunde, es folgt ein Selfie-Pack, ja. Werden wir jetzt machen. Und schauen wir einfach mal, wie das Ganze wird. Natürlich den Controller-Pack aufmachen und dann let's go. Und wer ist es geworden? Es war Vieto als Atletico-Spieler. Okay, auch nicht schlecht, der ist ja gewechselt. Das Selfie blende ich euch auf jeden Fall ein. Das ist auf jeden Fall sehr hübsch geworden. Kevin Kurani! Sogar als Hoffenheim-Spieler. Wie geil ist das denn? Der ist ja jetzt auch frisch gewechselt. Sofort speichern den Typ. Wie geil! Ich finde das so geil, dass der wieder in der Bundesliga ist. Und da haben wir ihn. Ich glaube, da mache ich auch mal eine Challenge drum. Irgendwie Kurani und dann vielleicht noch Wiese in ein Team. Also ein absolutes Legendenteam. Da bräuchte man eigentlich noch Gerald Asamoah und so eine Scheiße. Aber was? Es ist so geil, dass Asamoah wieder in der Bundesliga ist. Richtig, richtig nice. Vielleicht ist er auch beim Gerald Asamoah Abschiedsspiel. Wäre auf jeden Fall nice. Müsste man mal schauen. Und dann auch noch Benteke als Liverpool-Spieler. Der ist ja für 40 Millionen gewechselt. Unglaublich, was da für Summen über den Tisch gelegt werden. Aber die kriegen ja auch alles so viel TV-Geld, die Engländer. Alles klar. Nö. Was? Nächstes Pack direkt wieder groß. Nee, nein, was ist das denn? Ich sehe zwei Packs hintereinander Großkreuz. What the fuck? Was? Ich ziehe zwei Packs hintereinander Großkreuz. Hier steht eine Wasserflasche, Freunde, aber ich halte mich im Zaun. Ich halte mich mal im Zaun. Leute, das ist jetzt der vierte Dortmund-Spieler hintereinander. So, Freunde, das letzte Pack. Das allerletzte Pack mit Antoine Griezmann. Bring uns noch mal was Gutes. Bitte, komm, ich guck nicht hin. Dieser Controller, er muss Glück bringen. Komm schon. Komm schon. Der geile Controller. Und es ist Bangura. Oh Mann. Haben wir hier was Gutes drin? Nein, leider nicht. Dann war es das mit dem Pack-Opening, Freunde. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben immerhin ein Team of the Season gezogen und das, finde ich, geht dann doch schon klar. Leider kein Inform oder sonst irgendwas und leider auch keinen krassen Team of the Season. Aber gut, da kann man halt einfach nichts machen. Ich sag mir mal, ciao, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn wir 1000 schaffen könnten, nach einer langen Zeit mal wieder, wäre das echt eine krasse Sache. Bradley ist ja hier auch direkt weggegangen. Macht's auf jeden Fall gut, bis zum nächsten Mal und haut da rein. Tschüssi.